Daisy ist im Angebot und nach einem schnellen Klick und dank überragendem Internet war es an der Zeit, mich in ein neues, mir unbekanntes Spiel zu stürzen. Ich beherrschte schnell die hochkomplexe Kommunikation und verzehrte gekonnt meinen mitgespawnten Apfel. Nach meinen Dehnübungen bemerkte ich etwas Wichtiges. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier anstelle. Wie funktioniert dieses Inventar? Warum geben mir diese bunten tollen Zeichen das Gefühl, ich würde bald sterben? Warum verprügele ich diese Terrorschwestern mit einem Verband? Zusammengefasst, ich war wirklich überfordert und fragte mich, wie werde ich ein Profi? Zugegeben, das Internet ist voll mit Tipps und Tricks. Wenn du gut sein willst, darfst du nicht sterben. Ich brauche jedoch jemand, der mich führt. Und wie der Zufall es will, kenne ich da jemanden mit der einen oder anderen Erfahrung in diesem Spiel. Willkommen auf meiner Reise in DayZ. Vom Anfänger zum Profi. In der ersten Stunde ging es nach einem kurzen Kennenlernen direkt los. Komm mal mit, ich hab da schon ein Dorf gesehen. Ich komm mal mit. Als erstes habe ich versucht, die Schilder zu lesen. Das sind Huren. Oh, das kann ich lesen. Das lockte auch schon den ersten Zombie an. Boxen? Oh Gott. Welcher mir freundlicherweise seinen Rucksack überließ. Ich lernte nicht nur die örtliche Flora kennen, sondern auch den ersten wichtigen Überlebenstipp. Nimm, was du kannst. Hier wird jetzt einfach alles gelootet, oder? Einfach looten und das Essen am besten gleich essen. Schnell wurde mir eine Schusswaffe anvertraut. Doch die ersten Versuche damit... Ich glaube, du hast mich angeschossen. Ich gebe dir die Pistole. ...motivierten mich, mehr auf meine Fäuste zu vertrauen. Den habe ich damals schon verprügelt. Da war er noch ein echter Mensch. Geh mal da hoch, da soll irgendwo ein Brunnen sein. Auf dem Weg zum Brunnen fand ich die ersten schönen Kleidungsstücke. Hast du jetzt ein Kleid an? Ja. Also Brunnen kannst du immer trinken. Dauert nur ohne Flasche ewig lang. Nach einer kleinen Trink- und Pinkelpause ging auch schon das Lernen der Basics weiter. Ich beginn mal in das Haus. Ja. Und wenn da irgendwie nass oder durchnässt steht, dann nimmst du das in die Hand, wenn es nicht ruiniert ist natürlich. Und dann kannst du das ausringen. Ich verzierte meine Glatze mit einem stylischen Hut. Nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Hutträger... Hat die dich verprügelt, Bruder? ...ging es weiter in die Landesmitte. Alter, Blitz PNG. In einem Haus suchten wir Schutz vor dem Regen und ich erhielt kostenlos eine kleine Lektion in Sachen Kämpfen. Oh Gott, schon, wir lernen Daisy. Weiter ging es über die Wanderwege. Das hier sind Wanderwege. Sieht man? Überrascht von Zombies verbrauchten wir viele Verbände. Also lernte ich, wie man neue aus alter Kleidung herstellt. Leider musste auch mein schönes Kleid dran glauben. In der zweiten Stunde konnte ich direkt mit meinem Wissen über die Tierwelt überzeugen. Alter, ein Weißbuckel, Uhu, das höre ich doch genau raus. Echt? Keine Ahnung. Nach einer kurzen Rast ging es auch schon weiter durch den Wald. Über Wiesen zu einem kleinen Dorf. So. Willkommen in... weiß ich gerade nicht. Mein Hunger machte sich bemerkbar. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich erstmal alle Anwohner verprügelt habe. Stolz über meinen Sieg habe ich mich direkt über ihre Vorrede hergemacht. Zum Glück fand ich auch eine Tasche. Sind wir jetzt die Schulranzen-Gang? Alter, jetzt haben wir Rückendeckung, Astronauten-Scout-Ranzen. In einem Haus lag nicht nur ein Messer, sondern auch ein neuer, schicker Hut, welcher mich so männlich gemacht hat, dass mir ein Bart gewachsen ist. Nach einer letzten kleinen Stärkung... Sieht aus wie das Essen, das Mami mir immer gekocht hat. Getrocknete Äpfel? Ja. ...ging es in Richtung Gorka. Wir gehen jetzt nach Gorka. Es kann sein, dass wir da durchaus sterben, aber... Ich sehe da eine Schusswaffe auf deinem Rücken. Mhm. Also schaffst du das. Keine Munition dafür. An einer kleinen Tankstelle habe ich mein Messer verloren. Mein Messer ist kaputt. Gibt's Punchlines zu Kobold? Dafür schöne neue Klamotten gefunden. Und eine Anzugjacke, falls dir die lieber ist als deine Weste. Für Frauen aber, steht extra. Geil! Endlich! Alter, ich sehe aus wie Angela Merkel. Ein fairer Tausch. Weiter auf dem Weg habe ich die Physik dieser Welt studiert. Tut es weh? Ja. Hä, wieso kriegst du da nichts? Ich krieg da keinen Schaden. Hm. Wir wollten unsere Ausrüstung aufstocken. Das nahegelegene Militärgelände erwies sich als gute Gelegenheit.
Nach dem Durchmetzeln fand ich zwei neue Schusswaffen. Oh, was haben wir denn hier alles? Ich habe hier einen Colt 1911 und eine SK 5966. Alles einstecken. Dann ging es tatsächlich nach Gorka. Nach Gorka gehen wir jetzt. Leider war das Wetter nicht auf unserer Seite. Die Kleidung war durchnässt. Und da liegt eine Knarre auf dem Boden. Und meine Partnerin hat sich erkältet. I. Die geringen Vitamine durch einen Apfel reichten nicht aus. Alter, du isst wie ein Trottel, ne? Darum schlugen wir uns weiter durch. Top. Du könntest übrigens auch mit den Leuten reden, indem du das machst, was zwischen der Umschalt- und der Tab-Taste ist. Dann hört man dich in der Umgebung. Hallo. Alter, weißt du? Sag dazu jetzt nichts, gell? Wieder bewaffnet mit einem Messer und mit einem deutlich cooleren Look, versuchte ich mich gegen einen Zombie zu behaupten. Du Vollidiot! Ah, der kommt ja rüber! Der Konsum einer Energy-Dose ließ mich überheblich werden. Och nö, ich hab Blutung. So ein Scheiß. Ich hab zwei Blutungen? Der hat ja richtig draufgehauen, Alter. Boah, Blut ist bei mir im roten Bereich. Oh, das ist nicht gut. Dann sollten wir uns jetzt von Zombies fernhalten, bis dir besser geht. In der dritten Stunde lernte ich die Bugs dieses Spiels besser kennen. Einer nach dem anderen. Ich kann nicht durch die Tür boxen. Au, hey, Arschloch. Nach einer Prügelei gingen wir ins Krankenhaus. Hallo. Besorgt um unsere Gesundheit, prüften wir unsere Zustände. Kannst du mir mal die Temperatur messen? Soll ich das mal hinten einschieben? Oh je, oh je, oh je. Gefriertemperatur. Du bist ein Handtuch. Gesundheitlich ging es uns wieder top. Obwohl kleinere Nebenwirkungen aufgetreten sind, führten wir unsere Reise fort. Okay, das sieht sauwitzig aus. Gehen wir mal in die Police, da sind auch wieder mehrere Zombies. Schießen? Nein. Oh, eine gute Hose, falls du noch eine... Deine sieht nicht mehr so frisch aus. Die ist nur demoliert und feucht. Ich hab reingeschissen. Was willst du von mir? Nach Dubrovka. Wenn wir da fertig sind, könnten wir in so ein Jäger, also in so ein Sommercamp gehen. Da gibt's immer Jägerklamotten, das ist voll geil. Okay. Also ging es in Richtung Dubrovka. Ich gehe mal in das Einfamilienhaus hier und mache meine Klamotten trocken. Knochen trocken. Ich verdeckte mein Gesicht und schlug sofort auf das nächste Huhn ein. Das hat mich ziemlich hungrig gemacht. Ich habe noch Bacon Beans dabei, also... Oder meine Pflaumen, viel gesünder. Ich soll deine beiden Pflaumen essen. Nach dem Austesten meiner Grenzen wurde ein Zombie wütend. Alter! Da wird selbst der Zombie auf dem Dach verrückt. Auf dem Dach konnte er sich nicht wehren. Also klaute ich seine Jacke und wir gingen weiter. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich wurde kurz durch kleine Bugs geistig schachmatt gesetzt. Doch dank Explosionen in der Nähe konnte ich mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Die Reise ging weiter, auch wenn die Richtung nicht ganz geklärt war. Und genau geradeaus durch den Wald. Leichter Linkstrahl. Ja, leichter Rechtstrahl, oder? Ja, ja. Rechts ist da drüben. Das ist links. Schnell wurde ich durch einen kleinen mündlichen Test abgelenkt. Oh, guck mal, ein getrockneter Pilz. Das heißt... Dass du mal wieder zum Arzt solltest. Und dass da ein Spieler war. Genau. Da denkst du auch, ich bin der größte Vollhorst hier auf dem Planeten, ne? Nur weil du damit recht hast. Die Reise wurde fortgesetzt. Auch wenn der Weg nach wie vor nicht bekannt war. Ich glaube, wir sind falsch. Geh mal einfach weiter in den Wald. Ich versuchte zu helfen. Ah, hier war mal ein Baum. Nur war mein Wissen nicht hilfreich. Ja? Hab ich kombiniert. Irgendwann kamen wir doch im Camp an. Es folgte ein strategisches Vorgehen. Da ist jetzt so ein Restaurant und hinten dran sind immer so Hütchen. Aber die Türen sind offen. Kein gutes Zeichen. Kann sein, dass hier kürzlich halt doch jemand war. Aber vorhin die Pilze, weißt du? So eins und eins. Hallo? Nun musste ich zeigen, was ich gelernt habe. Oh je, lauf, 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 lauf. Es war offensichtlich, dass Timing nicht meine Stärke ist. Ah, wer bist du? Aber nicht nur ich hatte meine Probleme. Das war ich. Da hinten bei euch im Haus. Ich habe ihn aus Versehen angeschossen, weil mir nicht bewusst war, dass ich die IO-70 gerade noch in der Hand habe. Ja, das habe ich gehört, dass es gemacht ist.
Und das waren meine ersten 3 Stunden in DayZ. Vom Anfänger zum Profi. Wenn du meinen Fortschritt weiterverfolgen möchtest, gibt es hier drüben eine Playlist. Ihr habt eine Aufgabe, die ihr mir stellen wollt? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare.